So, wir fangen einfach damit an, dass ihr einen Arm komplett durchstreckt, okay? Und einarmig den Ball spielt. Ihr seht, mit den Beinen muss ich mit ausgleichen. Der Ball ist weit weg von meinem Körper, okay? Also nicht hier nah dran sein, sondern weit weg. Und versuchen, den 10-mal in Folge mit demselben Arm zu spielen. Los geht's. Genau. Gut. Gut, ja, besser jetzt. Ja, den letzten hast du halt den Arm wieder gebeugt. Wenn du da gerade bleibst, dann hast du ihn. Dann machst du mit den Füßen ein bisschen mehr und kannst ihn schon wieder spielen, okay? Lang. Wenn du von hier unten anfängst, hast du zu viel. Ein bisschen nur hier so oben arbeiten. Ganz leicht, okay? Gut, langer Arm. Bisschen der. Okay. Okay, und jetzt mal den anderen Arm. Jetzt mal den schwachen Arm nehmen. Das waren jetzt immer die starken. Jetzt nehmen wir den schwachen Arm. Genau. Schön. Lang, ja. Und auch wieder mit den Beinen mitarbeiten. Gut, Leonie? Ja? Ein Spieler kniet sich hin, okay? Setzt sich mit dem Po ab. Oberkörper wird nach vorne geneigt und wir machen unseren Buckel. Bagger wird verschlossen. Du bist jetzt mein Werfer. Du gehst noch einen Schritt nach hinten. Noch einen Schritt nach hinten. Okay? Der Partner wirft den Ball aufs Spielbrett. Wirf ihn von unten hier, nicht mit Druck. Einfach von unten werfen, genau. Und ich spiele den Ball zurück. Ich gucke, dass ich bitte nicht den Fehler mache, den ich jetzt mal mache, dass ihr euch nach hinten weglehnt, okay? Sondern ihr bleibt hier vorne und spielt den Ball zurück, okay? Wir machen das immer 10-mal und dann wechseln wir. Po absetzen, genau. Und trotzdem Buckel machen. Gut, ja. Gut. Keine Gegenbewegung machen, nur gegen den Ball gehen und geh dagegen. Oh, meiner. Geh dagegen. Gut. Geh dagegen. Geh dagegen. Gut. Nochmal. Gut. Ja, versuch, dass du den Ball hier spielst. Ja, nicht hier auf den Daumen, sondern hier oben auf den Unterarm spielen. Gut, ein bisschen tiefer anfangen mit den Armen, genau. Und Buckel nach vorne machen, ja. Gut, ja. Du bist hier tief im Bagger, hast die Hände oben. Arbeitest dich mit Sidesteps vor die Leonie. Sidesteps, genau, ja. Okay, Oberkörper ist ein bisschen vorne. Du wirfst den Ball, du baggerst ihn zurück. Zurückbaggern. Ja, kommst wieder her mit Sidesteps. Bisschen mehr Beine zusammen, ja. Arme und Beine zusammen, okay? Nochmal, Arme und Beine zusammen und jetzt wieder rüber. 7-mal den Ball spielen, dann wechseln, okay? Ihr macht so das und du wirfst einfach für die Mina mal rechts, mal links und sie bewegt sich, okay? Füße sind parallel, wir sind relativ nah an der Wand. Die Knie sind vor den Zehenspitzen und die Schultern vor den Knien und wir baggern ihn ganz tief und leicht an die Wand und versuchen das 15 Mal in Folge zu schaffen, okay? Früher gegen den Ball kommen, bisschen früher gegen den Ball gehen wieder. Ja, gut, gut. Und jetzt musst du nur dosieren, wie fest. Machst du aber gut. Ja, gut, gut. Ja. Schau, dass du in der tiefen Position bleibst, dass deine Knie vorne bleiben und die Schultern vorne. Genau, und jetzt noch ein bisschen tiefer gehen, ein bisschen die Knie, wird ein bisschen anstrengend, genau, und jetzt legst du dann los, müssen wir selbst werfen. Genau, selbst, erst an die Wand werfen, genau, den ersten wirfst du dir an die Wand und dann, okay. Versteckte Arme und vorne bleiben mit den Schultern. Wir gehen zu zweit zusammen. Wir stehen relativ breit und tief, okay, Knie sind vorne, Schultern sind vorne und wir versuchen zu zweit den Ball unterhalb unserer Schulterhöhe hin und her zu baggern. Ah, der vorne, den kriegst du noch. Ja, gut. Go, go, go. Da kannst du dann diesen einen Schritt machen, was wir gestern gemacht haben. Ich bin im Kniestand, okay? Hab meinen Oberkörper hier. Ich bin ausgerichtet auf die Anna. Anna hat den Ball, okay? Du wirfst mir den Ball. Ich heb meine äußere Schulter, okay? Und spiel den Ball zu mir. Okay? Ich mache das 5-mal. Ja. 5-mal, genau. Genau, gibst du ihr wieder. 5-mal. Schau, dass ich nicht mit, was wir bitte achten, dass wir nicht machen, ist, dass wir nicht mit den Armen, ja, hier zu mir schieben, sondern dass wir hier den Ball spielen zu ihr. Okay? 5-mal. Dann 5-mal von der Mia zu Anna und dann wird gewechselt. Okay? Geht auch. Ja, genau. Gut. Und geht dagegen. Ja, gut. Gut. Hey, gut jetzt. Und go. Gut. Ja. Bleib im Oberkörper vorne, ja, nicht ins Hohlkreuz gehen. Gut. Jetzt drehst du dich zur Christina und spielst mir. Sehr gut. Gut. Ja, den hast du jetzt gegolft, den zweiten. Ja. Oberkörper bleibt vorne. Gut.
Ja. Linke Schulter noch ein bisschen höher. Gut, ja. Gut. Wenn der Ball kommt, dass du dann nicht für den hier machst, sondern dass du hier so bleibst. Durch die Bewegung geht der Ball hier rüber zu Anna. Zur anderen Anna. Okay? Gut, super. Fangt ihr nochmal mit dem zweiten Durchgang kurz an? Ich bin gleich. Ja. Fangt ihr nochmal kurz im zweiten Durchgang an? Komm gleich. Ja, super. Ja, gut. Andere Seite noch und dann sind wir durch. Bei den Übungen im Kniestand geht es mir darum, erstmal die Beine auszuschalten. Gerade bei Anfängern oder wenn ich grundtechnische Korrekturen mache, habe ich die Beine einfach erstmal ganz gern weg, damit sie sich nur auf diesen einen Punkt konzentrieren können und nicht überfordert sind. Dann habe ich auch weniger mögliche Fehlerquellen. Wenn ich die Beine ausschalte, kann dadurch kein Fehler passieren. Es ging mir jetzt bei diesen Geschichten einfach mal um die Armbewegung, dass eine Armbewegung mit gestreckten Armen erfolgt, dass sie nicht grundsätzlich nur aus den Beinen spielen, sondern die Arme mit benutzen. Und dadurch, indem ich die Beine nehme, zwinge ich sie, die Arme zu nehmen. Genauso ist die Sache super, um seitliche Baggertechniken entweder einzuführen oder was dran zu arbeiten. Das Heben der Außenschulter, das Verkanten, Vorschieben der Schulter. Ebenso wie, dass sie eben den Ball nicht reingolfen, kann ich im Sitzen sehr leicht einfach die Situation nachstellen und sie zwingen, dass sie den Ball dann im Winkel eben abspielen. Kann dann erweitert werden, indem man einbeinig seitlich spielt, öffnet oder schräg den Winkel mit reinbringt.